Mein Name ist Stefan Jakobs. Ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik im Fachbereich Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften. Ich selber habe Informatik studiert und habe aber anschließend 10 Jahre in der Industrie gearbeitet und dort beide Seiten, sowohl die Technik als auch die betriebswirtschaftlichen Probleme kennengelernt. Bin seit 10 Jahren hier an der Fachhochschule, privat. Ich habe 3 Kinder, die sind alle auch im Studium fertig. Ich interessiere mich für Fußball, ich lese gerne. Ich bin verantwortlich unter anderem für den Bereich E-Commerce, E-Business. Was erwarten die dort? Sie alle wissen, dass die Welt heutzutage immer digitaler wird. Es gibt Firmen wie Amazon, es gibt Firmen wie Zalando. Ich möchte gerne halt eben Ihnen vermitteln, ich möchte gerne den Studierenden vermitteln, wie solche Geschäftsmodelle funktionieren, was auf der einen Seite technisch dahinter steckt und auf der anderen Seite, wie man eben auch von der betriebswirtschaftlichen Perspektive herangeht, um solche Geschäfte aufzusetzen. In meinem Fach zum Beispiel E-Commerce, ja sicher, es wird eben auch Vorträge, klassische Vorlesungen geben, aber bei mir steht eben auch immer das Machen im Vordergrund. Ich erwarte also, dass Sie eben am Ende einer Vorlesung zum Beispiel selber einen Webshop aufgebaut haben, dass Sie selbst eben eine Marketingkampagne über Google AdWords oder über Facebook eben ins Leben gerufen haben. Weil man viele Dinge erst begreift, wenn man sie macht. Sprechen über etwas ist das eine, das Machen ist das andere. Und bei mir kommt es darauf an, dass sie eben auch die Dinge tatsächlich durchführen. Informatik ist sehr, sehr vielseitig. Glaubt nicht, dass alle Männer, die dort sind, Nerds sind. Ja? Programmieren, das was viele eben unter Informatik verstehen, ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil. Ein Teil, den man können sollte, man sollte wissen, wie er geht. Aber vieles in der Informatik und speziell auch in der Wirtschaftsinformatik hat mit Kommunikation zu tun. Ich muss mich unterhalten können, ich muss kommunizieren können mit einem Kunden. Ich muss auf der anderen Seite auch kommunizieren können mit einem Techniker. Diese Fähigkeiten, halt mit verschiedenen Menschen zu sprechen, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und gerade Frauen bringen da eben mehr kommunikative Fähigkeiten mit als Männer. Sie sind dort gut aufgehoben. Grundsätzlich jedem Studienanfänger, egal wo er anfängt, keine Angst haben. Also fast in allen Fächern gibt es irgendwie Fachbegriffe, die Sie von der Schule oder vom Vorlesen noch nicht kennen. Einfach nachfragen, die anderen müssen das auch nicht. Das zweite ist, von Anfang an mit dabei bleiben. Sie haben halt eben in einer Hochschule keine Lehrer, die darauf achten, dass Sie täglich kommen. Deshalb ist es Ihre Verantwortung, deshalb bleiben Sie von Anfang an dabei, lassen Sie keine Lücken entstehen. Haben Sie Spaß bei der Sache, seien Sie mit Engagement dabei, tun Sie sich mit Ihren Kommilitonen zusammen und genießen Sie Ihr Studium. Ich habe ein paar gehört, letzte Woche war noch eine gute Ausrede, dass ein Student zu mir kam und sagte, ja, ich kann ein Praktikum bei Ihnen nicht teilnehmen. Ich will ganz ehrlich sein, ich habe ein Ticket für die Fußball-Europameisterschaft. Das ist dann eine Aussage, wo ich ganz klar sage, das kann ich akzeptieren. Wir haben eine Regelung gefunden.